Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich gebe zu, es gab in diesem Sommer einen Moment, in dem ich mir verwundert und voller Erstaunen die Augen gerieben habe. Das war der Moment, als die Bundesregierung angesichts tausender in Budapest gestrandeter, geflüchteter Menschen entschied, die Grenzen zu öffnen und diese Menschen willkommen zu heißen. Dieser Moment hatte etwas Befreiendes, nicht nur für die Menschen auf der Flucht, denen die Hand gereicht wurde, er war befreiend auch und vor allem für die Menschen hier, die täglich machtlos die Nachrichten verfolgten, die die Bilder sahen von ertrunkenen Kindern am Strand und von prügelnden Polizisten an Stacheldrahtzäunen. Es war der Moment, in dem die seit Wochen laufende Welle der Unterstützung, der spontanen und von tausenden Bürgerinnen und Bürgern selbst organisierten Hilfe endlich auf der politischen Ebene eine Entsprechung fand. Wir helfen und wir schaffen das, hieß es plötzlich. An einem kurzen Augenblick schien es, als könnte sich die Politik hierzulande zu einem freundlichen Gesicht durchringen. Einen Moment schien es also, als würde sich die Politik endlich auf ein ähnliches Level begeben wie die vielen Ehrenamtlichen tagtäglich. Doch dieser Moment war schnell vorüber. Beginnend mit Bayern fanden Woche für Woche immer mehr Herren der Union, dass sich wohl eher die Bundeskanzlerin für ihr freundliches Gesicht entschuldigen sollte. Nicht erst gestern, mit dem offenen Brief an Frau Merkel, ist diese verbissene Kleingeistigkeit auch wieder in Berlin angekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal in einer Rede positiv Bezug auf Angela Merkel nehmen würde und dass ich sie vor den Dreckers dieser Welt in Schutz nehmen muss. Und Herr Dräger, wenn Sie so überrascht waren, wie Sie es eben hier dargestellt haben, dann wäre es vielleicht ganz schlau gewesen, Sie hätten im Jahr 2012 mal der Rede Ihres regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit zugehört, als wir hier über Lampedusa geredet haben. Da hat er genau das gesagt, was Sie jetzt zum ersten Mal zur Kenntnis genommen haben wollen. Aber ja, es geht dieser Tage um unsere Grundwerte. Es geht um die Verteidigung des Menschenrechts auf Asyl. Und da war in den Tagen einiges aus dem Senat zu hören, wo ich hier gerne eine Klarstellung hätte. Nun ist der regierende Bürgermeister heute entschuldigt. Aber das hätte ich erwartet, dass da auch mal eine deutliche Erklärung kommt vom regierenden Bürgermeister. Denn auch in der SPD wird ja jetzt in dieses Horn gestoßen. Nachdem Gabriel noch markig vom Pack sprach, dem entgegenzutreten sei, knickt er jetzt davor ein. Und SPD-Fraktionschef Oppermann fordert die Kanzlerin in ultimativem Ton zur Überlastungsanzeige auf. Von CSU bis SPD verschärft sich der Ton. Ständig hören wir nun die Frage, ob Geflüchtete unser Grundgesetz akzeptieren, ob sie überhaupt unsere Werte teilen würden. Besonderer Treppenwitz an der Geschichte ist, dass solche Briefe dann ausgerechnet diejenigen unterschrieben haben, die vor einem halben Jahr nichts Besseres zu tun hatten, als hier gegen die Ehe für alle zu kämpfen. Die fordern jetzt plötzlich den Schutz vor der Diskriminierung sexueller Minderheiten ein. Herr Simon, Herr Juncker, Herr Rissmann, das ist eine Heuchelei sondergleichen. Schämen Sie sich dafür? Und Herr Henkel, ich frage mich eigentlich, warum Sie den Brief nicht unterschrieben haben. Wussten Sie das eigentlich, was Ihre Parteikolleginnen und Kollegen der Bundeskanzlerin da mitteilen? Den Geflüchteten aus Syrien und Irak wird gleichsam pauschal unterstellt, sie seien eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Und dazu gesellt sich dann der Hinweis, dass die Stimmung in der Bevölkerung bald zu kippen drohe. Ich sage Ihnen mal Folgendes. Je öfter politisch Verantwortliche das Kippen der Stimmung beschwören, je öfter sie, wie Herr Dräger, hier fabulieren, die Belastungsgrenze sei bald erreicht, desto trüber wird die Stimmung in unserem Land werden. Das bedient nämlich genau die Ressentiments, mit denen Pegida, Bergida und die sogenannten besorgten Bürger auf der Straße gegen Geflüchtete hetzen. Und Herr Dräger, Sie behaupten ja von sich, Sie seien ein Christ. Ich finde das unerträglich, was Sie hier erzählen. Wenn in diesem Land irgendjemand an eine Belastungsgrenze geht, dann sind das die 1000 Ehrenamtlichen. Dann sind das die Beschäftigten im Lageso, die seit vielen Monaten auf personelle Unterstützung warten. Dann sind das auch die Polizistinnen und Polizisten, die nach wie vor völlig sinnlos Anzeigen wegen illegalen Grenzübertritts schreiben müssen, wenn Geflüchtete sich zur Registrierung bei Ihnen melden. Fangen Sie doch endlich mal an, diesen ganzen bürokratischen Unsinn zu entrümpeln, bevor Sie von überschrittenen Belastungsgrenzen reden. Applaus
Seit wie vielen Monaten, Herr Czaja, reden wir jetzt eigentlich von der Gesundheitskarte? Wo ist der Aufruf an die Beamten im Ruhestand bei der Registrierung zu helfen? Ich freue mich ja, dass Herr Glitsch bei uns ist. Aber es gibt sicherlich noch mehr fähige Beamtinnen und Beamte, die anpacken würden. Man müsste sie nur einfach mal fragen. Aber statt den Geflüchteten zu helfen, beschäftigt den halben Senat die Frage, wie man sie schnell wieder los wird. Die zweifelhafte Asylrechtsverschärfung der ganz großen Koalition, bedauerlicherweise inklusive der Grünen, nach dem Flüchtlingsgipfel reicht denen nicht. Czaja, Henkel und Heilmann sind in einen Schäbigkeitswettbewerb der rechtspopulistischen Parolen eingetreten. Mario Czaja spricht von organisierten Bearbeitungsstraßen. Das klingt nach industrieller Abfertigung, nicht nach individueller Prüfung des Schicksals jedes einzelnen Menschen. Dieser Zynismus, ich finde ihn abstoßend. Die Menschen ordentlich unterzubringen, sie medizinisch zu versorgen und sie wenigstens halbwegs zügig zu registrieren, das kriegt er nicht auf die Reihe. Aber beim Abschieben wird auf dicke Hose gemacht. Frank Henkel kümmert sich nur um Abschiebungen und ist auch noch ganz stolz darauf. Er lässt Kinder aus dem Schulunterricht abholen. Ordnen Sie gerade wieder eine Abschiebung an, Herr Henkel, oder hören Sie mir mal zu. Er lässt Kinder aus dem Schulunterricht abholen. Geflüchtete teilt er in gut und schlecht ein und will sie in getrennte Sammelunterkünfte stecken. Für die Integration tut er nichts. Noch immer ist die Hälfte der Geduldeten in Berlin mit einem Arbeitsverbot belegt. Noch immer kriegen die allermeisten ein Verbot zur Aufnahme eines Studiums in ihre Papiere gestempelt. Herr Henkel, wenn Sie Mitglied der Bundesregierung werden, ich glaube, Frau Merkel hätte Ihnen längst die Zuständigkeit entzogen oder vielleicht sogar schon das Vertrauen ausgesprochen. Und Thomas Heilmanns Vorschläge sind in der Tat ein Katalog des Grauens. Ausreisepflichtige will er mittellos auf die Straße schicken. Sondergerichte sollen Klagen gegen abgelehnte Asylbewerber im Schnellverfahren abweisen. Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten sollen auf Truppenübungsplätzen untergebracht, das Verlassen der Unterkünfte verboten werden. Menschen, die es dann trotzdem tun, denen will er das Menschenrecht auf Asyl entziehen. Das ist grob verfassungswidrig, aber für schmutzige PR allemal gut genug. Senator Heilmann ist der Meinung, dass Geflüchtete in medizinische und psychotherapeutische Behandlung ihre Erkrankung oder ihr Trauma nur vortäuschen, um ihrer Abschiebung zu entgehen. Er unterstellt auch, dass viele Ärzte und Therapeuten den Behörden dabei helfen, die Behörden zu betrügen. Ich sage Ihnen mal was. Wer Artikel 1 des Grundgesetzes bereit ist zu opfern, wenn es um geflüchtete Menschen geht, der soll mir nichts von den Werten des Grundgesetzes erzählen. Meine Damen und Herren, das Land Berlin muss sich jetzt entscheiden. Wollen wir Willkommenskultur, eine Politik für Menschen in Not, eine Politik der Hilfe und Solidarität, wie sie von den Berlinerinnen und Berlinern jeden Tag ganz selbstverständlich praktiziert wird? Oder wollen Sie eine Politik für den Stammtisch? Unsere Entscheidung hier ist ganz klar. Wir können diese Herausforderungen meistern und wir wollen sie meistern. Die Menschen in unserer Stadt machen es uns jeden Tag vor. Ja, es liegen große Anstrengungen vor uns. Ja, es wird auch Zeit kosten. Und auch ja, es wird nicht alles problemlos und konfliktfrei laufen. Aber es macht den Unterschied, ob wir sagen, wir können das gemeinsam schaffen oder ob die Politik selbst noch die Ängste und Sorgen schürt und befeuert. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, den vorhandenen Ängsten der Berlinerinnen und Berlinern zu begegnen. Nicht, Herr Dregger, indem wir den Rassisten nach dem Mund reden. Die politisch Verantwortlichen müssen sich der Hetze vom rechten Rand entgegenstellen, auch wenn der Wind mal etwas stärker weht. Und da müssen wir deutlich machen, nein, wir lassen es nicht zu, dass etwa Menschen mit geringem Einkommen gegen Flüchtlinge ausgespielt werden. Wer glaubt denn ernsthaft, dass es den Ärmsten in der Gesellschaft besser ging, dass mehr Kita-Plätze entstünden, dass alle gute Arbeit hätten, wenn wir keine Flüchtlinge aufnehmen würden? Statt Abschreckung und Ausgrenzung zu predigen, muss endlich angepackt werden. Müssen die vielen Willkommensinitiativen in unserer Stadt unterstützt werden. Ihre warmen Grüße, die sind wohlfeil. Dabei geht es zunächst mal um die menschenwürdige Unterbringung, aber es geht um mehr. Es geht um den Empfang von Flüchtlingskindern in Kitas, Schulen. Es geht um Perspektiven in Arbeit und Ausbildung. Es geht um eine gute Gesundheitsversorgung und es geht um die Unterbringung in den Nachbarschaften, was gleichzeitig auch dazu beiträgt, Ängste abzubauen. Es geht darum, Menschen an den Entwicklungen um sie herum zu beteiligen, Armut und Perspektivlosigkeit zu bekämpfen. Frau Merkel hat gestern im Europäischen Parlament ganz klar Haltung bezogen. Ich wünschte mir, dass diese Erkenntnis nicht nur in Europa gilt, sondern vor allem für die CDU in Deutschland und in Berlin. Denn wir und viele Menschen in unserer Stadt sagen es klar und deutlich,
Wir wollen nicht in einer Gesellschaft leben, die sich abschottet, in der Menschen wegen ihrer Herkunft stigmatisiert und ausgegrenzt werden, in der Nazis Flüchtlingsunterkünfte abfackeln und die Politik vor dem Mob zurückweicht. Es geht kurz gesagt zuallererst um eine Haltungsfrage. Es geht um unsere Haltung zu dieser Frage. Wir müssen Mut machen, statt Ängste zu schüren. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, hier im Senat, insbesondere die drei zitierten Herren, das nicht hinbekommen, wenn es Sie überfordert, Stammtischparolen auch in Ihrer eigenen Partei entgegenzutreten und Sie deshalb lieber mit einstimmen, nun, niemand ist gezwungen, ein Amt auszuüben, dem er nicht gewachsen ist. Vielen Dank.